Herzlich willkommen zu unserem Video-Tutorial zu den regulären Ausdrücken. Heute werden wir uns in diesem Video mit den Lookarounds beschäftigen. Ich werde in diesem Video Lookarounds definieren, die Definition näher erläutern, dann auf die Arten und die Syntax von Lookarounds eingehen, einige Beispiele nennen und zum Schluss eine kurze Zusammenfassung liefern. Okay, fangen wir an. Lookarounds sind dafür da, Positionen Texten zu matchen. Sie allein können jedoch aber keinen Text matchen. Dies ermöglichen sie, indem durch sie kontextsensitive Bedingungen formuliert werden können, ohne dass der Kontext selbst gematcht wird. Was bedeutet dies? Schauen wir uns hierzu ein Beispiel an. Ein Schachspieler spielt Schach auf einem Schachturnier. Unser Ziel ist es, dass alle Strings Schach matchen, mit der Bedingung, dass auf dem String Schach der String Turnier folgt, ohne dass das gematchte Ergebnis Turnier selbst enthält. Die Lösung dieses Problems ist der Lookaround. In unserem Beispiel würde also nur das letzte Vorkommen von Schach matchen, da nur in diesem Fall nach dem String Schach der String Turnier kommt. Zu beachten ist, dass das Ergebnis des Ausdrucks nicht Schachturnier ist, sondern nur Schach, da wir mit dem Lookaround erreichen wollen, dass die kontextsensitive Bedingung nicht mitgematcht wird. Schauen wir uns nun die Lookaround-Arten an. Der Lookaround ist ein Überbegriff, welcher aus den Look Ahead, vorausschauende Annahmen, und den Look Behind, nach hinten schauende Annahmen besteht. Schauen wir uns zum besseren Verständnis Beispiele an. Fangen wir mit den Look Ahead an. Unser Ziel ist es, die Position links von dem dicken Klotz zu finden. Schnell ist der dicke Klotz gefunden, was bedeutet, dass wir die Bedingung gefunden haben. Nun ist noch die Position links von unserem dicken Klotz zu matchen, und somit ist der Look Ahead abgeschlossen. Der Look Behind funktioniert ähnlich zu dem Look Ahead, mit dem Unterschied, dass anstatt der linken Position die nachfolgende Position der erfüllten Bedingung gematcht wird. Schauen wir auch hierzu nochmal unser Klotzbeispiel an. Der dicke Klotz ist wieder schnell gefunden. Und zum Schluss muss nun anstatt die linke Position von der gefundenen Stelle die rechte Stelle gematcht werden. Da wir nun die Grundlagen von Look Ahead und Look Behind verstanden haben, gucken wir uns ihre Spezifizierung und ihre Syntax an. Der Look Ahead wird nochmals unterschieden zwischen dem Positive Look Ahead und dem Negative Look Ahead. Genauso wie der Look Ahead wird auch der Look Behind nochmal unterschieden in den Positive Look Behind und den Negative Look Behind. Was sich hinter diesen verbirgt und ihre Syntax werden wir nun erkunden. Fangen wir mit dem Positive Look Ahead an. Die Syntax von ihm ist, Klammer auf, Fragezeichen ist gleich und ein String, Klammer zu. Um dies besser zu verstehen, schauen wir uns das Beispiel String A, String B mit unserem regulären Ausdruck String A, Klammer auf, Fragezeichen ist gleich, String B, Klammer zu, an. Wie man in der Abbildung sieht, wird das String A markiert. Dann wird die Position, welcher durch unseren Look Ahead beschrieben wird, gesucht, welche in unserem Beispiel genau vor dem S von String B ist. Zum Schluss wird dann der String A gematcht, da der reguläre Ausdruck hierauf passt. Somit bedeutet unser regulärer Ausdruck, dass String A vor der gematchten Position von unserem Look Ahead sein muss. Als nächstes betrachten wir den Negative Look Ahead. Seine Syntax ist, Klammer auf, Fragezeichen, Ausrufezeichen und ein String, Klammer zu. Auch hierzu schauen wir uns ein Beispiel an. Als erstes markiert unser regulärer Ausdruck die beiden String A's in unserem Beispielsatz. Als nächstes wird die Position von unserem Negative Look Ahead überprüft, wie wir wieder in unserer Abbildung erkennen können. Zum Schluss wird dann jedoch nur das letzte Vorkommen von String A gematcht, da nur hier der reguläre Ausdruck matcht. Somit ist die Bedeutung von unserem regulären Ausdruck, dass String B nicht auf String A folgen darf. Schauen wir uns nun die Syntax von dem Positive Look Behind an. Die Syntax ist, Klammer auf, Fragezeichen, Spitze Klammer auf, Gleichzeichen und ein String, Klammer zu. Auch hier werden wir uns wieder einem kurzen Beispiel widmen. Unser Beispielsatz lautet String A, String B und unser regulärer Ausdruck lautet Klammer auf, Fragezeichen, Spitze Klammer auf, ist gleich String A, Klammer zu, String B. String B wird durch den hinteren Teil unseres Ausdrucks markiert. Das Ergebnis unseres Positive Look Behind ist wieder mit dem grünen Pfeil markiert. Und zum Schluss sehen wir, dass String B gematcht wird, was bedeutet, dass unser regulärer Ausdruck aussagt,
dass sich String B nach der gematchten Position von unserem Positive Look Behind befinden muss. Zum Schluss betrachten wir den Negative Look Behind. Seine Syntax ist, Klammer auf, Fragezeichen, spitze Klammer auf, Ausrufezeichen und ein String, Klammer zu. Auch hier werden wir wieder ein kleines Beispiel sehen. Unser Beispielsatz lautet String B, String A, String A, String B. Und unser regulärer Ausdruck ist, Klammer auf, Fragezeichen, spitze Klammer auf, Ausrufezeichen, String A, Klammer zu, String B. Wie man sieht, würden durch unseren hinteren Ausdruck beide String Bs gematcht werden. Betrachten wir nun die gematchte Position von unserem Native Look Behind. Dieser befindet sich vor dem ersten Auftreten von String B. Somit ist das Ergebnis unseres Negative Look Behinds, dass das erste Auftreten von String B gematcht wird, was bedeutet, dass unser regulärer Ausdruck aussagt, dass String A dem String B nicht vorausgehen darf. Nun, da wir die Syntax von unseren Lookarounds beherrschen, widmen wir uns nochmal dem Beispiel vom Anfang unseres Videos. Ein Schachspieler spielt Schach auf einem Schachturnier. Die Aufgabe lautet, den String Schach zu matchen, mit der Bedingung, dass auch Schach Turnier folgen muss und dass der Match nicht den String Turnier enthalten soll. Die Lösung dieses Problems wäre der Positive Look Ahead, da wir hiermit erreichen können, dass wir die Position von Turnier ausfindig machen können und somit überprüfen können, ob davor der String Schach sich befindet. Somit lautet unser regulärer Ausdruck Schach, Klammer auf, Fragezeichen ist gleich Turnier, Klammer zu. Und wie man sieht, wird wie gewünscht nur das letzte Auftreten von Schach gematcht. Schauen wir uns nun noch an, was passiert wäre, wenn wir anstatt des Positive Look Ahead einen Negative Look Ahead benutzt hätten. Unser Ausdruck lautet also Schach, Klammer auf, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Turnier, Klammer zu. Wie man nun sieht, werden die ersten beiden Schachstrings gematcht. Als nächstes schauen wir uns an, was mit einem Positive Look Behind passiert wäre. Unser Ausdruck lautet Klammer auf, Fragezeichen, spitze Klammer auf, ist gleich, Turnier, Klammer zu, Schach. Und wie wir im Ergebnis sehen, wird gar nichts gematcht, da es keinen String gibt, der Turnierschach lautet. Zu guter Letzt schauen wir uns das Beispiel nochmal mit einem Negative Look Behind Ausdruck an. Unser Ausdruck lautet Klammer auf, Fragezeichen, spitze Klammer auf, Ausrufezeichen, Turnier, Klammer zu, Schach. Und in unserem Ergebnis sehen wir, dass nun alle Schachstrings in unserem Satz gematcht werden, da unser Ausdruck nun aussagt, dass gematcht werden soll, wenn vor dem String Schach nicht der String Turnier vorangeht. Zum Abschluss meines Videos über Lookarounds habe ich nochmal eine kurze Zusammenfassung der Arten und der Syntax visualisiert, mit der ich euch nun allein lasse. Ich hoffe, dass ihr durch mein Tutorial das Thema Lookarounds verstanden habt und bedanke mich für das Schauen des Videos.